Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Ich habe diesmal einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, und zwar ist es mein Vamp Ramp Control Deck. Mit dem Deck sind ziemlich coole Kombinationen möglich, und diese Kombinationen möchte ich mit euch mal durchgehen. Ich muss an dieser Stelle sagen, das Deck ist nicht günstig, es sind recht viele Legendaries drin, die recht wichtig sind. Okay, gehen wir es mal gemeinsam durch, was so die Kombinationen sind. Wir haben hier Karten, die ganz, ganz wichtig sind, wie Unheil, Klippe, Vampir. Auf dem basieren recht viele Kombinationskarten hier. Und zwar hat er tödlich, und andere verbündete Kreaturen in dieser Reihe erhalten ebenso tödlich. Das bedeutet, wenn wir einen Scharfschützen oder eine Scharfschützenspeerin in dieser Reihe spielen, können wir irgendeine Karte uns aussuchen, also irgendeine Kreatur uns aussuchen und diese töten. Dann können wir auch noch mit Quecksilberarmbrust unseren Vampir ausstatten und dann damit irgendeine Kreatur töten. So, dasselbe können wir dann aber auch mit Cicero, dem Verräter, machen. Der hat ebenso tödlich, und bei Erschlagen ziehen wir sogar noch zwei Karten nach. Und das ist dann richtig, richtig cool, wenn du noch eben deine Handkarten aufrüsten kannst und dabei noch irgendwelche Kreaturen vernichten. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, dasselbe, jetzt habe ich mich verklickt, dasselbe ist natürlich dann auch mit dem Fürst der dunklen Krallen möglich. Gibt man ihm die Quecksilber-Armbrust, dann kann man die Kreatur, die man getötet hat, dann eben auf seine Seite holen. Auch sehr, sehr cool. Okay, was haben wir denn da oben? So, den Beschützer der Unschuldigen habe ich einfach mal rein, um am Anfang verteidigen zu können, den Baumhirten. Wir wollen ja rampen. Der dunkle Wächter, sehr, sehr gut. Die wichtigen Kombinationen sind auch noch die ostkaiserliche Handwerkerin. Sie verleiht einer Kreatur, wenn du sie beschwörst und sie 5 Leben hat, 1-1 und Wächter. Das heißt, wenn wir einen dunklen Wächter beschwören, bekommt er nochmal zusätzliche Boni. Dasselbe trifft auch für den Cicero, Nachtschatten, Godwog, Gronorgorm natürlich und die anderen großen Kreaturen. So, Histhain, wir wollen ja weiter rampen. Seelenriss, um uns die guten Kreaturen wieder zurückzuholen, wie zum Beispiel, wenn wir Cicero einfach wieder zurückholen, um dann nochmal Karten nachziehen zu können oder etwas zu vernichten, ist dann sehr, sehr gut. Oder eben den Sklavenpyromanten, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Sklavenpyromant zusammen mit dem Unheilklippe-Vampir vernichtet das komplette Board. Also nicht, also die komplette Reihe vom Board. So, Asche einer Giftzunge ist ebenso mit der Quecksilber-Armbrust kombinierbar, hat ja auch Gift. Und gibt uns dann nochmal Max Magica dazu. Und wenn wir Max Magica dazu bekommen, dann kommt der reinblütige Älteste ins Spiel. Denn er bekommt, wenn du Max Magica erhältst, die doppelte Menge. Und solange du 18 oder mehr Max Magica hast, erhält reinblütiger Ältester plus 8 plus 8 und durchbrechen. Und dann die Kombination mit ihm und dem unaufhaltsamen Zorn. Also wenn eine verbündete Kreatur fügt allen anderen Kreaturen in dieser Reihe Schaden zu, der ihrer Macht entspricht. Und wenn du mit 18 Schaden mit Durchbrechen diese Karte einsetzt, ist es eigentlich vorbei. Dasselbe kann man mit dem wachsamen Riesen machen. Der hat ja ebenso Durchbrechen. Genauso wie der streitlustige Riese, der einfach mal für die Entfernung der Kreaturen zuständig ist. Und natürlich für diese Kombination. So, machen wir mal hier oben weiter. Bewahrer der Wurzel. Wir wollen uns selbstverständlich verteidigen, um dann noch diverse Unterstützungskarten loszuwerden. Haben wir hier den Schattenfanpriester. Okay. Godwog Nagorm. Eine meiner Lieblingskarten. Ziemlich cooler Effekt. Wenn er schafft zu überleben, dann wird eine zufällige Kreatur beschworen. Und wenn das dann eine Paturnax ist, dann sieht die Sache natürlich ziemlich gut aus und du kannst die Sache wirklich rocken. So, ich dürfte eigentlich alles erwähnt haben. Natürlich sind da noch ein paar mehr Kombinationen möglich. Die werde ich aber jetzt gemeinsam in den nächsten Matches mit euch herausfinden. Bis gleich auf dem Schlachtfeld. So, das ist eigentlich ein optimaler Start. Können wir direkt auch so übernehmen.
Okay. Zum Was Gruße, wir in der Bürger. nächsten Runde machen werden, ist auf jeden Fall den Baumhirten zu Seid spielen. gegrüßt. Seid gegrüßt. Bevorzugt natürlich auf der Seite, wo er eine Kreatur spielt. Er spielt aber keine. Wir werden aber eine spielen. Seid gegrüßt. Die Wasser Seid des gegrüßt. Lebens. Es gibt schon echt nervige Leute. So, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Control Deck Heute wird. gibt es Tote. Ist mir sogar fast lieber so ein blödes Aggro-Deck. Oder die nehmen immer so viel Stress. Wir controllen einfach gegen. Das passt schon. So. Wir spielen unsere Einhörner sind scharf und doppelmäßig. Giftzunge. Denn wenn er jetzt hier reingeht, hat er dann zwar sein olles Buch, wir können die Kreatur dann aber vernichten. Können wir nicht. Vorsicht, mein Freund. Ah, ihm ist die Kombination auf jeden Fall gelungen. Der Glückliche. Ich habe mir überlegt, die Giftzunge zurückzuholen, weil wir jetzt auch leider nicht viele Möglichkeiten haben. Obwohl, wir könnten den reinblütigen Ältesten spielen und das schon recht bald. In der nächsten Runde könnten wir dann einen Magiker einsetzen, um dann den reinblütigen Ältesten zu spielen. Und der bekommt dann nochmal 1-1 und Wächter. Von daher gar nicht mal so Schenkt schlecht. euch Holen. Euer Blut wird spritzen. Können natürlich auch die Karte einfach wieder in die Hand befördern, aber ich finde das mit dem Reinblütigen eigentlich ganz interessant. Machen wir das doch so. Ich wittere Blut. Da könnte er natürlich jetzt den Speer benutzen. Das wäre die klügste Sache. Er könnte ihn aber auch fesseln. Bringen wir mal Licht in die Angelegenheit. Shio soll euch holen. Blöd ist natürlich, dass er jetzt fast genug Damage aufbringen kann, um ihn dann auch zu töten. Und wir kommen da gar nicht so leicht durch. So, was wir machen könnten. Einmal könnten wir den wachsamen Riesen hier auf dieser Seite spielen. Oder wir befördern einfach diese wieder zurück auf die Hand. Und dann kann er ihn schon mal nicht töten. Aber so viel Leben hat er auch wieder nicht. Von daher wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn er hier reingeht. Von daher akzeptieren wir das doch und spielen lieber hier auf der Seite den wachsamen Riesen. Und könnten dann nochmal links ein bisschen aufräumen. Okay, wir haben Cicero. Mit Cicero könnten wir in Kombination mit der Quecksilberarmbrust jetzt irgendeine nervige Kreatur weghauen und noch ein bisschen Karten nachziehen. Wobei ich sagen würde, ich würde lieber warten, bis er irgendeine mächtige Schlüsselkreatur spielt, die auf jeden Fall weg muss. Mögen die Ahnen uns segnen. Jetzt liegt er natürlich los, ne? Ihr kämpft gut. So, jetzt kann er einen Feuerblitz hier auch nochmal einsetzen. Naja, macht nichts. Wir haben noch genug von ihm. So, die können wir hier natürlich töten. Wäre auch eigentlich ganz clever. Wir gehen aber vorher hier rein. Natürlich zieht er jetzt Karten nach. Der hat aber so viele Karten. Das würde eigentlich gar keinen Unterschied machen. So, jetzt kriegt er die auch ausgelöscht. Ist jetzt aber gerade noch nicht so schlimm. Spielen Ich wir mal muss nur die Cicero Blumen bringen. und die Schöne, schöne Quecksilberarmbrust. Blumen.
So, löschen diese Hiese aus, ziehen erstmal zwei Karten nach, haben zum Glück jetzt auch Wächter gezogen. Damit kann er uns auf eigentlich nicht mehr so viel machen. Und vor allem jetzt auch mit dem streitlustigen Riesen können wir dann die ja doch sehr nervigen Kreaturen wieder ihm zurück auf die Hand geben. Und dann mit unaufhaltsamem Zorn könnten wir dann auch genau solche Karten dann eben zerstören. Wir könnten auch hier erneut Karten nachziehen, aber ich glaube, das ist ja Luxus. Obwohl, wir könnten hier auf jeder Seite uns verteidigen und könnten dann nochmal Karten nachziehen. Ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Ja, ist gar nicht mal Ich so werde dumm. den Nicht beschützen. Wir verteidigen uns Ich mal auf werde jeder den Nicht Seite. beschützen. Töten diese überaus nervige Karte, damit er nicht noch mehr Leben zurückbekommt. Und holen uns da noch ein bisschen Karten dazu, haben jetzt hier eigentlich einen ganz guten Angriff und noch eine solide Verteidigung, können also in der nächsten Runde, wenn er ja die jetzt nicht groß vernichtet, auf jeden Fall in einen Angriff gehen. Wenn er es schafft, sich zu verteidigen, dann können wir die Verteidigung mit dem streitlustigen Vampir, wollte ich schon sagen, wenn schon Vampir-Deck ist, ne? Mit dem streitlustigen Riesen wieder zurück auf die Hand geben. Das ist natürlich so eine Karte, die würde ich eher ungern zurück auf die Hand geben. Will ich lieber tot sehen. Okay. Hier sollten wir auf jeden Fall angreifen. Ei, Barke und Wurzel. Gehen wir mal Ei, direkt Barke und rein. Wurzel. Der könnte Cicero natürlich jetzt easy peasy vernichten. Was wir machen könnten, wäre, mit unaufhaltsamem Zorn könnten wir den hier vernichten. Bei ihr würde das Schutzschild nur ploppen. Wir würden wieder Karten nachziehen. Stellt sich halt die Frage, ob wir das unbedingt brauchen. Ei, Barke Ob wir das und jetzt unbedingt Wurzel. brauchen, so viele Karten rauszuhauen. Und Cicero hat uns immerhin Gibt es genug Gesang gute in der Dienste geleistet. Leere? Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas, was mich dem Liefel nahe bringen würde? So, scheinbar nicht. So, wir werden uns hier einfach weiter des Todes verteidigen. Machen wir dann aber lieber links und spielen. Ah! Jetzt wollte ich. Jetzt kam ich zu spät. Jetzt wollte ich Histein spielen. Aber okay, das dürften wir jetzt eigentlich gerockt haben. Wenn er das Ruder jetzt noch rumreißt, dann ist er gut. Dann ist er richtig gut. Okay, die kriegt er los. Das war natürlich jetzt dämlich. Aber Cicero loszuwerden, wird nicht so einfach sein. Ich habe Heilmittel gegen alles. So, Wächter ist überhaupt kein Problem für uns. Dafür haben wir den streitlustigen Riesen, genau für solche Momente. Und ich finde, Cicero hat so viel gemacht. Ihm gebührt die Ehre. Cicero for the win! So, er hat aufgegeben. Okay, ich konnte euch in dieser Runde eigentlich ganz gut zeigen, was so ein bisschen möglich ist. Zum größten Teil mit Cicero. Es sind aber, wie gesagt, noch ganz andere Kombinationen möglich. Deswegen freut euch einfach auf die nächste Runde. So. Nachtschatten möchte ich jetzt noch nicht. Die Scharfschützensperren und der dunkle Wächter sind für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Vor allem der dunkle Wächter. Ich
Eine Scharfschützensperrin, die könnten wir jetzt für gefährliche Kreaturen, vor allem jetzt mit so einem Deck, spielt er Das wird hundertprozentig einen Haufen wunderbar. 1er-Kreaturen. Für sowas ist natürlich sehr, sehr gut. Aber auch das Sklavenpyromant wird in dieser Runde sehr praktisch werden. Das habe ich so im Urin. Gegen Agro-Decks ist das Deck eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben viel Verteidigungskreaturen, wir haben viel Zerstörung, vor allem auch für so kleine Mal sehen, Kreaturen. wie Ihnen jemand gefällt, der sich wehrt. So, du wirst meiner Scharfschützensperrin kein Haar krümmen. Mal sehen, wie Ihnen jemand gefällt, der sich wehrt. So, damit konnten wir erstmal seinen Ansturm extrem dämpfen. Ich schließe mich dem Kreis an. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das auch auf dieser Seite packen. Okay, die räumen wir schon mal aus dem Weg. Hier müsste er dann reingehen, seine Kreatur würde aber auch sterben, wenn er sie jetzt nicht unbedingt bufft. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es jetzt gebacken bekommt, schon eine Rune aufzubrechen. Deswegen spiele ich die schon mal hier. Klar, werden wir wahrscheinlich ihren Effekt jetzt nicht auslösen können, außer wir ziehen in der nächsten Runde eine Karte, die 5 Leben hat. Aber die können wir wenigstens aus dem Weg räumen, ohne dass ihr Effekt ploppt. Das reicht nicht, Dude. Das reicht nicht. Okay. Packen wir die erstmal weg. Tun die hier verstummen lassen. Greifen nicht an, weil sonst würden wir ihm eigentlich helfen, Karten nachzuziehen und seine blöden Prophezeiungen auszuspielen. So, die will er natürlich totziehen, das ist ganz klar. So, er hat Glück. So. Was wir machen könnten, ist jetzt einmal den Sklavenpyromanten zu spielen, um es auf Nummer sicher zu gehen, dass er uns jetzt nicht angreift. Oder wir spielen natürlich einfach den Baumhirten und hätten dann noch den Schamanen, um eventuell irgendwas anderes noch zu vernichten. Ist natürlich sehr gefährlich. Das ist das Bittere. Ist natürlich wirklich sehr gefährlich, deswegen würde ich den doch lieber Schätzen Sie einsetzen, mal die ansonsten Gefahr. fressen wir zu viel Schaden. Und spielen dann Des hier rechts lieber den Baumhirten. Lebens. So können wir einen Schaden abfangen und einen Schaden fressen. Also von einer Kreatur den Schaden fressen. In der nächsten Runde hätten wir dann die Möglichkeit, wachsamen Riesen zu spielen. Hätten hier eigentlich eine Früher gute war ich ein Verteidigung, wo Abenteurer er und sagt, okay, mutig. der platziert da keine Das war Kreaturen. Der versucht vollkommen eher hier falsch. zu platzieren, wo ich dann den wachsamen Riesen reinschicken werde. Und da darf er dann erstmal glotzen, wenn er nicht unbedingt vertreiben hat. So, was wir machen könnten, ist, wir könnten auch hier reingehen und den Pyromanten spielen. Damit wären die beiden schon mal weg. Das ist eigentlich auch Schätzen gar Sie nicht so mal die blöd. Gemüter. Und spielen dann Mal einfach sehen, wie sowas Ihnen hier. jemand gefällt, der sich wehrt. Und konnten auch mal ein paar Karten ausspielen. So, jetzt wird er hundertprozentig hier reingehen. Und damit dann ins Gesicht. Oder natürlich so. Formation schließen. Haben Lasst jetzt uns aber, jetzt hat er durch. keine Karten mehr. So viele Möglichkeiten stehen mir jetzt nicht mehr offen. Nun mit dem wachsamen Riesen ziehen wir dann noch eine Ich Karte auch nach und haben schon. eine gute Verteidigung. Gehen hier natürlich rein. Damit Ich töte euch der den alle. wachsamen Riesen nicht so leicht töten kann. So, jetzt haben wir auch den Gort, Vok, Nor, Gro, Nagol, das ist so ein Zungenbrecher. Den können wir dann auch ausspielen, das ist richtig gut. Oh, verstummen, nein. Nein, 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 das wird da doch noch richtig Wundert knapp. mich nicht Ey, diese herausschauen. Agro-Decks, die sind so heftig. Das ist echt Wahnsinn. Meine Pfeile werden ihr Ziel Stirb. treffen.
So, jetzt muss ich wirklich alles voller Wächter hauen. Anders geht's ja gar nicht mehr. Okay, Fürst der dunklen Krallen, I choose you. Das werde ich auf jeden Fall so machen. Und mit dem Fürst der dunklen Krallen, den spiele ich doch mal direkt aus. Mit einer Karte wird er keine 8 Schaden machen können. Und mit ihm holen wir dann erstmal das Leben zurück. Das wir auf jeden Fall für unseren Sieg brauchen. Ja, das Krokodil wird uns jetzt schon nichts tun können. So, er kriegt natürlich jetzt wieder ein paar Karten. Kann man jetzt auch direkt ausspielen. Macht jetzt nicht so viel. Wir haben jetzt eigentlich so viel Leben wieder zurückbekommen, dass er da jetzt eigentlich auch gar nichts mehr machen kann. Vor allem, weil wir uns jetzt gleich auch noch verteidigen werden. Und hier nochmal den Ich Nachtschatten. bin ein Kind der Finsternis. Okay, angreifen werde ich noch nicht. Ich möchte mir nicht noch mehr Chancen geben. Aber so dürfte er eigentlich nichts mehr machen können. Wir haben hier zwei Kreaturen, womit wir Leben zurückbekommen, und Heute ist das ein war's dann. guter Tag. So eliminiert man mit dem Deck ein Aggro-Deck. Funktioniert ganz gut, was? So. Nachtschatten tun wir erstmal weg. Histein und Scharfschützensperren behalten wir auf jeden Fall mal auf der Hand. So Okay, großer unachtsamer Ärger. Zorn, der ist uns doch später eher nützlich als jetzt. Wir können dann aber mit Möge dem der Bewahrer der helle Wurzeln dann schon mal ein Morgen paar euren Sachen Weg machen. erleuchten. Es sieht aber so aus, als ob der jetzt gerade auch nicht viel machen kann. Das heißt, er rusht jetzt nicht direkt drauf los. So viel Möglichkeiten, das aufzuhalten, haben wir auch leider gar nicht. Und im Late Game hat er keine Chance gegen mich. Da habe ich einfach zu krasse Karten dafür und zu krasse Kombinationsmöglichkeiten. Da müsste ich schon sehr, sehr viel Pech haben, als wenn er da durchkommen könnte. Vor allem jetzt auch mit Histein. Der hat, glaube ich, nie so viele Karten, die das jetzt irgendwie wegbekommen können. Den müssen wir auf jeden Fall töten. Ich werde den nicht Dafür spielen unterstützen. wir einfach mal den Bewahrer der Wurzel. Dann können wir den in der nächsten Runde töten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der da jetzt auf jeden Fall Karten dagegen hat. Sowas zum Beispiel. Der überlebt für gewöhnlich eigentlich immer ganz lang. Kriegt man irgendwie nie vom Board. Okay. So, Bewahrer der Wurzel for the win, ha? Ich werde den Hist beschützen. Huh? So, Histein. Kommt er da schon mal nicht ganz durch? Hat jetzt aber bereits 2 minus 2, 2 minus 1, ha? Karten, das heißt, der kann den schon recht abschwächen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das dafür einsetzt. Er bringt lieber seine Kreatur in Sicherheit, das ist ja ganz klar. Er will ja mehr von diesen Karten haben. Er ist gierig. Er ist gierig. Okay, den können wir auf jeden Fall loswerden mit unserer Scharfschützensperrin. Hier verteidigt er sich mal ein bisschen. Okay, das ist schon mal Mal ganz sehen, gut. wie ihn Dadurch jemand verfängt, stirbt der der sich hier endlich. nähert. Geht mir nämlich echt auf den Sack. Natürlich, jetzt kommt seine große Stunde mit seinen Flüchen. Die haut er jetzt raus. Ja, Bei machen wir weg. Artern. So machen wir Meine das. Pfeile werden ihr Ziel treffen. Bam. Holen Eines uns hier natürlich Lebens. noch ein bisschen Verteidigung. So, jetzt können wir mal gucken. Wir haben den Bewahrer der Wurzel. Den könnten wir eigentlich holen, wobei ich doch lieber eine krasse Karte holen wollen würde. Und das ist natürlich auf jeden Fall jetzt nicht der Bewahrer der Wurzel.
So, ich bin gespannt, ob der jetzt wirklich mit der Karte bis zum kompletten Schluss noch überlebt. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich die so leicht loswerde. Okay, das hat zum Glück nicht geploppt. Okay, Unheilklippe Vampir. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich jetzt gerade gerne spielen würde. Er hat sicherlich einen Blitz. Aber jetzt einfach nichts zu tun, scheint mir auch nicht ganz klug. Okay. Spielen wir den mal. Okay. 10 Schaden. Ja, heftig. Jetzt kann er halt Schaden austeilen, ne? Jetzt habe ich euch. Jetzt habe ich Wisst euch. ihr noch, was ich gesagt habe? Er hat im Late Game keine Chance. Das war gelogen. Okay, jetzt müssen wir halt echt sowas hier einsetzen. Schmeckt mein Stahl. Weil wir sonst sterben. Der mir echt mächtig auf den Sack geht. Geht mir richtig auf den Sack. Jetzt haben wir extrem Pech mit dem Zug gehabt. Aber Jetzt nichts habe ist ich euch. unmöglich, Leute. Wir können das auf jeden Fall noch Jetzt habe reißen. ich euch. Vor allem, wenn man einen wachsamen Riesen hat. Wir könnten natürlich auch Patronax spielen und einfach beten, dass wir irgendwie irgendwas Gescheites haben. Was ich aber nicht so gerne machen wollen würde. Okay, wir spielen den wachsamen Riesen, geben ihm die Quecksilberarmbrust und räumen schon mal den hier weg. Natürlich wäre die Kombination deutlich besser gewesen, wenn wir es mit der Giftzunge kombiniert hätten, aber ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Jetzt habe ich euch. Wie viel hat er von denen denn noch? Okay, eine Verteidigung haben wir nicht. Die könnten wir uns aber holen. Wir holen uns einfach den wachsamen Riesen erneut zurück. Verteidigen uns hier wieder. Also nochmal, wenn er ihn so leicht wegbekommt, dann hat er den Sieg verdient. Okay, er kann ihn schwächen. Gut, wir kommen da trotzdem ganz gut durch und können die weghauen. Was wir jetzt noch machen werden, ist die hier zu spielen. Die ist jetzt gerade ganz wichtig. Schmeckt mein Stahl. Und wir haben ja jetzt gemerkt, dass er die nicht wegbekommt. Das heißt, wir lassen eine und können den Nachtschatten und Gordvok Nogormork spielen. Ich bin ein Kind der Hätten dann also zwei Verteidigungskreaturen, die er mit jeder Faser seines Seins loshaben möchte. Ansonsten rocken wir da auf jeden Fall zurück. Was uns jetzt töten könnte, wären natürlich zwei Blitzer. Ansonsten kommt er da mit den Kreaturen nicht so leicht durch. Wenn wir Glück haben, überlebt der Nachtschatten und wir können uns Leben zurückholen. Und das nicht wenig. Aber er möchte natürlich lieber den hier loswerden. Boah, krass. Der hat's wallig gepackt, das gibt's da nicht. Okay. Jetzt haben wir hier ziemlich gute Möglichkeiten. Und
spielen auch noch Patronax. Den spielen wir. Den spielen wir dann einfach hier links. Und dann hätten hier noch eine ganz gute Verteidigung. Natürlich könnte er dann einfach von rechts kommen oder er hat klar zwei Blitze. Dann hätten wir da gar keine Chance mehr. Aber die bringen uns da eigentlich gar nichts. Okay, wir könnten ihn in der nächsten Runde weghauen. Wäre aber nicht so clever, weil in den Runen könnten Blitze sein. Und bei Blitzen ist das alles nicht so toll. Aber vielleicht haben wir da gar keine andere Wahl und müssen das tun. Okay. Erzittert vor meinem Zorn. Er zittert vor meinem Zorn. Jetzt hat er zwei Blitze. Okay, Patronax. Sehr gut. Scheiße. Okay, jetzt kann er Sachen machen. Okay, wir müssen angreifen. Dann bleibt ja gar keine andere Wahl und wir müssen jetzt einfach nur beten, dass er keine Blitze hat. Jedenfalls nicht zwei. So, er holt sich die ganzen Kreaturen. Das können wir einfach nur beten. Ich meine, genug Damage haben wir jetzt. Sollten wir jedenfalls haben. Okay. Er hat natürlich Schiss, dass wir uns jetzt verteidigen. Scheinbar hat er da nicht viel dagegen. Wir haben sowieso keine Wahl. Wir müssen jetzt leider reingehen. Okay. Okay. Können wir noch irgendwas tun? Ich meine, der hat eigentlich verloren. Der kann ja eigentlich nichts mehr machen. Jawollo! Und bam! Coole Kombination. Zum Glück sind mir viele gelungen, damit ich sie euch präsentieren konnte. Ich hoffe, die Spiele haben euch gefallen. Baut das Deck nach, wenn es euch möglich ist. Und habt ganz viel Spaß damit. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Bis zum nächsten Mal, euer LineTube.